Bist du gelähmt. Exklusiv. Gut. Also, Stefan, was hören wir von dir? Du hast eine ganz neue Scheibe. Ja, ich habe die letzten anderthalb Jahre ein bisschen was anders gemacht, für andere Leute geschrieben, unter anderem ein Musikmärchen. Ein Musikmärchen, das sich Wolke 7 nennt. Es erzählt die Geschichte eines kleinen elfjährigen Jungen, der sich auf diese fantastische Welt träumt und dort oben Abenteuer erlebt. Da haben diverse Leute, Kollegen mitgemacht, die Prinzen, Nena, allgemeine Verunsicherung, erste allgemeine Verunsicherung. Da ist noch einer, der auch sich beteiligt hat. Dritte Generation war noch dabei, Laura war dabei. Und unter anderem gibt es die Rolle eines Lucky Glücksbringermann. Und der singt immer: Ich bin Lucky Glücksbringermann, zieh das Glück magisch an, ich zieh es an. Das war Michael Schanze. Jetzt brauchen wir den Ronny, der den Text kann wieder. Ronny, wenn du üben. Danke. Nein, also das darf ich dir ruhig mal sagen, was dir da gelungen ist. Er hat ein so schönes Märchen geschrieben, aber das kommt jetzt gerade erst so auf den Markt. Das ist in diesen Tagen gerade veröffentlicht worden und ist wie gesagt die Geschichte dieses elfjährigen jungen Twister. Und unter anderem gibt es den Professor Hatschi und Professor Hatschi erfindet die fliegende Zigarre, einen Zeppelin. Und dieses Lied wird interpretiert von Woodstock. Das ist so eine Art Liedermacher auf Wolke 7. Der diese Sachen erzählt, die Songs, und das bin ich. Da bist du so lieb und gehst schon mal nach drüben. Du hast auch Verstärkung mitgebracht. Hallo Jungs. Gut, hier jetzt also brandneu eine Premiere bei uns hier im Kinderquatsch. Hier ist Stefan Waggershausen. Fliegen. Sterne schauen zu, alles endlos und weit.